Grüß euch, Leute. Den realen Irrsinn gibt es wirklich auch in Oberösterreich. Denn er hat heuer stattgefunden in gewisser Weise. Wegen einer homosexuellen Bewegung hat ein wirklich gutes und jährliches Fest nicht stattfinden können. Mag jetzt zwar mal ein bisschen rassistisch klingen, aber ich finde, Homosexualität ist eine Anomalie und diese Leute sollten von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Der Grund, warum ich das erzähle, ist ganz einfach. Es gibt eine Sendung, die heißt Der reale Irrsinn. Achtung, Spoiler-Alarm. Und ich finde es einfach richtig klasse, was die dort sagen. Es ist nichts gekünstelt, es ist nichts gestellt, es ist einfach aus dem Leben gegriffen. Klar merkt man, dass da ein bisschen was geschnitten worden ist und der Kommentator ist da dahinter und spricht damit, also spricht damit die Leute. Das wurde alles nachbearbeitet. Aber die Orte gibt es wirklich, die Begebenheiten gibt es wirklich, die Gebäude, das ist nicht irgendwie künstlich hingestellt, sondern das ist real. Und ein besonderer Irrsinn, liebe Leute, sind die ganzen Baustellen jedes Jahr. Die Leute haben ja Zeit gehabt, dass zum Beispiel die Aufreißungen von den Straßen, das hätten sie ja auch zu Lockdown-Zeiten machen können, weil das ist ja auch alles eine Arbeit gewesen. Und ausgerechnet jetzt, da wo sehr, sehr viele Leute einkaufen wollen, auf der Einkaufsstraße oder wo immer. Heißt es dann, nö, wir reißen euch das auf, weil es ja gerade so lustig ist. Jetzt haben wir Zeit, jetzt machen wir das. Scheißegal, was ihr davon haltet. Das ist realer Irrsinn. Und grenzt schon an unterem Niveau. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bleibt cool und gesund. Ihr könnt natürlich immer meinen Kanal kostenlos abonnieren. Danke an meine Abonnenten. Aber wenn sehr, sehr viele Fake-Profile dahinter sind, ich weiß es. Ich habe das bereits alles kontrolliert. Und eure Kommentare inklusive Like, alles was gut ist für den Algorithmus, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, bleibt cool und gesund und nicht vergessen, nicht rauchen, euer Mike.